dramatische Wende in Last of Us Part 2. In der letzten Folge wurden Joel und Tommy ziemlich in einen Hinterhalt gelockt. Das sieht gar nicht gut aus für Joel, weil die Gruppe von Abby und Owen offenbar noch eine Rechnung mit denen offen hat. Wir hatten jetzt schon spekuliert, dass es vielleicht Fireflies sind, die sich an Joel rächen wollen. Hm, das wäre meine Vermutung gewesen. Alter! Wir ist auch von einer Sekunde auf die nächste völlig eskaliert. Ja, also erst war ich mir nicht sicher, ob der Owen schon wusste, um wen es geht. Also ob sie es erst aber sie wussten es dann doch erst, als sie den Namen... Oder wussten sie schon, wie die aussehen und wussten, dass es die richtigen sind. Ja. Keine Ahnung. Aber ganz offensichtlich war das am Anfang, wo sie über gesprochen haben, dass sie jemanden aus der Stadt rausholen wollen. Ja. Das wird dann schon Joel gewesen sein, halt, weil sie den haben wollten, weil sie eben Beef mit ihm haben. Ja. Dann könnte ja gut sein, dass es halt eben Firefly sind, die halt immer noch sauer sind wegen Ellie und die jetzt da vielleicht gleich reinspaziert. Okay. Ach du Scheiße, ey. Kannst du dich da durchzwingen irgendwie? Oder nicht was anderes? Nee. Nö, Grafikfehler. Nur ein Glitch. Kleiner Glitch. There it is. Joel? Tommy? Ich muss hier, glaube ich, nicht rumschleichen, wenn ich jetzt halt laut vor mich rufe. Yeah. Bringt das nicht so viel. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! Oh, fuck!
was auch für eine krasse Situation jetzt. Dass er es ihr ja immer noch nicht gesagt hat, warum das wahrscheinlich passiert ist. Ja, wenigstens hat er es überlebt. Hey. Das wundert mich. Hey. Oh ja. Could I sit down, please? Yeah. Boah. Marie wants to make sure you're eating. She can't stop us. They have the guys that we would need to do this smart. We'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What's the WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed. I don't care. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria. Okay. There's got to be some folks you can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. I tell you. Please. Ich hab gesagt, wir hätten aufhören sollen zu spielen, dass doch alles gut war, ey. Es ergibt doch ein bisschen mehr Sinn, was man in den ersten Trailern gesehen hat. Mhm. Als sie halt da gegen so andere Menschen kämpft. Und man, ja. Das ist ja super brutal zum Teil. Ja. Man fragt sich, was da los ist. Das werden die halt sein, ne? Ja. Ach, du Scheiße. Den Namen hat er noch nicht gehört bis jetzt, oder? Diese Washington Liberation Front. Sagt mir jetzt nichts, ne. Oh Mann. Aber es ist geschickt gemacht, wie die bisherigen Trailer von dem Spiel geschnitten waren, weil man dachte, sie rächt die Dina und Joel hilft ihr dabei. Man könnte fast denken, die wissen, was sie tun. Ja.
want to stop at his house before we leave. I just have to pick something up. Wo das bei Trailern auch nicht selbstverständlich wird, zumindest bei Filmtrailern ist ja oft schon so, dass ganz gerne mal der halbe Film verraten wird. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Fucking Tommy. We'll figure something else out on the way. A car or a horse or something. Okay. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know. I know. Ja, das ist genau umgekehrt, als sie wird nämlich irgendwann unterwegs, wenn es aussieht. Ellie. You go. I go. End of story. Aber wie krass, dass er ja der Abby auch noch quasi das Leben gerettet hat. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es einfach nur diese alte Firefly-Geschichte ist. Also anfangs eigentlich nur, weil die hatten so einen Hass. Klar, weißt du, ja. Kann das, wenn es sich rumgesprochen hat, was er da gemacht hat und so. Aber ja. Da muss mehr dahinter stecken. Ja. Da muss irgendwas passiert sein halt in der Zwischenzeit noch, was wir halt jetzt noch nicht wissen. Aber sie hat jetzt, ach krass. Blumen. Ja. Aber sie hatte jetzt nichts irgendwie gesagt, was dir jetzt was in Erinnerung gerufen hätte, was aus dem ersten Teil irgendwie passiert. Gar nicht. Irgendwas dazwischen gewesen sein. Sie haben ja gar nichts eigentlich gesagt. Ja. Also man hat ja gemerkt, dass die halt. Hey. What do you need? I can go get it. I wanna do it. Okay. Ey, fuck. Wie die es halt echt schaffen. Manchmal in so wenigen Szenen. Das ist schon Masterclass, ey. Unfassbar. I'll hang out down here. Thanks. Oh Mann. Ich frage mich, ob sie sowas machen, dass sie sich ihn einbildet. Weil es gibt eine Trailer-Szene, die sie gezeigt haben, wo er halt irgendwo da in den Ruinen von Seattle steht und dann zu ihr sowas sagt wie "You didn't think I was gonna let you do this alone." Na, schau mal. Das kann natürlich sein, dass das auch kommt. All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Zeig doch mal das Tagebuch, da war noch. Also im Zug klappen noch mehr, ne? Ja, kannst du umblättern? Ich schmecke Eisen, Wunden brechen auf, wenn ich schreie, singe. Du warst das weiche Sirren des Nylons, der Geruch nach Holzöl, der volle Klang. Saiten mit Stahl sind heller, Saiten aus Stahl zupfen, klingen heller, sie geben dein Echo falsch wieder und lassen mich mit Missklang zurück und lassen mich mit Rost zurück. Nun bleibt nur unser letztes Gespräch, sich wiederholende Akkorde, Harmonien in Blut, WLF, Washington Liberation Front, wer sind die? Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Es ist aber schon so, dass zwischen denen auch nicht mehr alles in Ordnung war, oder? Nein, man hat nur gemerkt, glaube ich, einfach, dass halt nicht alle jetzt dann komplett den Amoklauf durchziehen wollen und was sich den Bruder und sie auch noch umbringen wollen. Das war halt, ich glaube, nur in der Situation, dass man halt gemerkt hat, die Abby hätte halt die alle noch umgebracht. Nee, ich meinte, zwischen Ellie und Joel stand irgendwas Unausgesprochenes. Ach so, immer noch. Das meinst du?
Ja, das hatten ja schon ein paar Mal, hatten ja angesprochen, ne? Dass, dass da was war. Das nun mit der Sache zusammenhängt. Weiß man natürlich nicht. Wird man, glaube ich, wird man bestimmt noch erfahren, was das war. Ich glaube, dass das schon noch irgendwie eine Relevanz hat. Ja. Ach, krass. Oh Mann. Kannst du das andere Bild angucken? Mhm. Everything okay? Yeah, just come on down. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Thank you, Maria. Just, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. All right. Get going. You're losing light. Oh Mann. Ist bisher noch nicht klar, wie weit es ist, oder? Nee. This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just
just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. Yeah. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Ich glaube, die mehr Informationen werden wir bald bekommen. Ja. Zumindest hoffe ich das. Ich würde nämlich schon ganz gerne wissen, wer die waren und was das alles zu bedeuten hat. Die Frage, ob es wirklich Relevanz hat, aber wir werden es rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao.